Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die genau wissen, wer Kennedy getötet hat. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki Late Night aus den Studios von Radio Rheinwelle 92,5 hier in Wiesbaden. Schoki Banoki, natürlich mit euren Lieblings-Radio-Rock'n'Roll-Stars, dem Christian. Und der Sascha ist auch da. Und der Sascha ist auch da. Und wir haben heute auch noch einen Studiogast. Mach doch mal die Musik leiser. Haut der die Musik hoch. Ja, wir haben noch einen Studiogast, das ist der Daniel. Mir fallen gerade die Ohren zusammen. Komm ruhig ein bisschen näher, Daniel. Gute Daniel. Gute. Ja. Der Daniel, den haben wir auf der Straße aufgelesen, der hatte nichts zu tun. Da haben wir gesagt, bevor der Drogen nimmt. Daniel ist aus dem Bad Spencerland übrigens. Bad Spencerland? Ja, ist aus dem Bad Spencerland zu uns gekommen. Ne? Deswegen, da in Bad Spencerland sehen sie alle aus wie Bad Spencer. Und er sieht aus wie der junge Bud Spencer. Das ist ja auch ein Kompliment. Der junge Bud Spencer. Sag doch mal Bud Spencer. Bud Spencer. Du musst das mal sehen, mal hören, wenn seine Mama das sagt. Die sagt nämlich nicht Bud Spencer, die sagt, hey, Putzfenster, was machst du heute? Putzfenster. Ja. Ja. Daniel ist da, könnte auch als Bud Spencer Double durchgehen. Der sieht mehr aus wie Bud Spencer, wie Bud Spencer selbst. Und wenn wir das jetzt noch ein paar Mal erwähnen, dann kriegen wir auch so auf die Fresse über Bud Spencer. Ja. Nach der Musik reden wir ein bisschen mehr über den Daniel. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Oh mein Gott. Bis gleich. Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki aus Wiesbaden, hier bei Radio Rheinwelle. Nicht nur der Christian und der Sascha sind heute hier, sondern auch der... Der Daniel ist da. Juhu. Ja, er freut sich. Hat er sich selbst bejubelt, das ist nicht schlecht. Er freut sich, ja. Der Daniel ist aus den fernen Landen des Sendegebiets hierher gekommen und hat sich gedacht, Mensch, ich will doch mal Schoki Banoki beglücken, beziehungsweise ich habe ihn gefragt. Sag's, wie es ist. Ich bin aus dem Taunus. Das ist ein anderes Land, das ist anders wie Wiesbaden. Da schreibt man... Kann ich das sagen? Fett mit U? Ja. Da sind die Gummistiefel noch aus Leder. Und? Die zeigen einfach noch anders. Ja. Ah ja. Ist so, aber... Ja. Freue ich jetzt so. Ja. Ferne Lande, Taunus, Daniel, ne? Habe ich mir gedacht, bringe ich mal kuriose Gesetze aus fernen Landen mit. Kuriose Gesetze. Kuriose Gesetze, ja. Wir fangen mal an mit, ich mag das immer, wenn der Sascha die Städte- und Ländernamen sagt aus den USA. Ach, halt die Fresse. Ich fange mal mit was Einfachem an. Nach dem City Code der Stadt Baltimore. Baltimore. Oh, das ist okay. Im Bundesstaat Maryland. Oh. Maryland. Ja, okay, siehst du, das, ich habe ja gesagt. Ich muss hier nur die Nachbarn, ich muss ja nicht ablesen. Auf jeden Fall, nach dem Zivilcode der Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist es verboten, Minderjährigen in der nach den Osterferien Hühner ohne Entenküken zu verkaufen. Was? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, wäre gut, wenn er vorher mal liest. Ich habe vorher gelesen, aber eben hat es auch noch Sinn gemacht. Keine Ahnung, ja. Also nochmal, nach dem Zivilcode der Stadt Baltimore ist im US-Bundesstaat Maryland ist es verboten, ja. Minderjährigen? Nach den Osterferien? Hühner oder Entenküken zu verkaufen. Ach so, nach den Osterferien. Genau. Okay. Minderjährigen. Ja, gut. Wenn du volljährig bist, kriegst du auch Küken. Aber wieso ist es Minderjährigen verboten? Das ist ja krass. Und wieso nach Ostern? Vor Ostern ist es erlaubt, oder? Richtig, genau. In der Woche nach... Wahrscheinlich gibt es ganz viele dreckige Witze. Über Küken und Enten irgendwie, die mit Ostern zusammenhängen. Und weil es noch so. Schmutzige Witze. Ja, ja. Weißt du, Ostern. Kennst du einen schmutzigen Entenwitz? Schmutziger Entenwitz, ja. Sagt die Ente zum Ganter. Ja. Vögeln. Und der Ratte. Keine Ahnung. Ja. Ja. Also für mich macht das keinen Sinn, aber es ist gut, dass wir es geregelt haben. Irgendwas mit Vögeln und Enten und sowas. Ah, okay. Bestimmt. Ja. Okay. Wobei der Wortwitz so natürlich... So wie der Naturschutzbund mal Werbung gemacht hat, das Wochenende mit Vögeln verbringen. Ja. Meint er aber was anderes. Was denn? Super flach, ja. Ja. Daniel, du bist jetzt 3 Minuten hier. Da musst du nicht schon die Kritik äußern, ehrlich. Nee, also wir halten fest, Baltimore, Maryland, nach Ostern keine Hühner. Schmeiß weg das Ding. Genau. Okay. Trotz da. So, jetzt kommt mein Lieblingsbundesstaat für Sascha. In Massachusetts. Massachusetts, kannst du aussprechen. Bitte? Ich kann es nicht lesen. Ja, hab da immer mal drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn man Schuhverkäufer ist und ist dann auf einer Messe und macht dann Messe-Schuhsets.
Also zum Sonderpreis zum Beispiel. Könnte man mal machen, oder? Massachusetts. Als er angefangen hat zu erzählen, ich dachte, Alter, wo will der denn was jetzt? Will der, was erzählt der für ein Rotz? Aber ja, Daniel hat den Bogen bekommen. Ja. Hat dran funktioniert. Massachusetts. Ja. Ist es Taxifahrern verboten, während des Dienstes auf den Vordersitzen Liebe zu machen? Während des Dienstes? Während des Dienstes auf den Vordersitzen. Ja, aber wenn es keine Liebe ist, sondern Vergewaltigung, ist das dann erlaubt? Das ist eine rechtliche Grauzone, würde ich sagen. Ja? Ich glaube, wenn du das machst, hast du ganz andere Probleme. Ja? Aber Massachusetts, Taxifahren verboten, vor allem während des Dienstes. Während des Dienstes bedeutet ja ein Taxifahrer. Vor allem, du sitzt als Taxifahrer, denkst dir gerade so, jetzt habe ich aber Bock. Du machst oben das Taxischild einfach aus. Klack. Und dann ist es kein Dienst mehr. Und dann kannst du auf dem Vordersitzen aber mal richtig einlöten. Richtig loslegen. Aber mit wem ist dann die Frage? Weil wenn es ein Fahrgast ist, ist es ja wieder Dienst. Ja. Nimmst du einfach das Schild von oben vom Dach. Ja. Und fragst irgendjemand, der vorbeigeht. Hier, ich habe gerade keinen Dienst. Ich habe gerade keinen Dienst und bin geil. Und ich bin vorne. Genau. Geht. Und was vorne. Ist, ja, Moment mal. Aber während des Dienstes hinten? Also während der Fahrt darf er hinten Sex machen? Ja, weil da sitzen ja die Gäste. Vielleicht ist es ein Sonderservice. Wer fährt denn die Scheiße? Vielleicht ist es so ein... Das Liebes-Taxi. Oder du sagst so, da kommt ein Pärchen rein, ne? Ist denn die Taxifahrer in Massachusetts so Massachusetts so gut gebaut, dass die vorne sitzen können und hinten auf der Rückbank Liebe zu machen, während sie fahren? Während sie fahren. Ja. Also das wäre... Die haben Dinger wie Obama. Ja, nee, das gibt ja auch diesen bekloppten Witz da, wo drei am Schwimmbecken sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der eine hält halt seinen... Penis? Sein Gerät da rein ins Wasser. Was denn? Glied. Beatmungsgerät. Sein Glied. Und sagt, 14 Grad. Und neben ihm, der ist noch ein bisschen feinfühliger, der hält seins rein und sagt, 3,9 pH. Und daneben sitzt dann einer, stark pigmentiert, und sagt, 1,80 Meter Stiebe zusammen. Das war aber jetzt diskriminierend so ein bisschen, ne? Nee, ja, gar nicht. Ich bin doch stolz drauf, lass ihn doch. Also ehrlich. Ja. Wir ja auch. Ich wäre auch froh, wenn... Du bist 1,80 Meter. Genau. 1,80 Meter hört es auf, ja. 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 Also dann haben wir festgestellt heute, Baltimore ist mit Küken, musst du aufpassen. Und in Massachusetts, als Taxifahrer musst du auch aufpassen, wo du was zu welcher Zeit machst. Ja. Also nicht vorne. Nicht vorne. Nur während des Dienstes nicht vorne. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich, dass die Gäste hinten abgehen können, wie sie wollen. Pass auf. Nee. Also pass auf, kommt ein Paar rein. Das wollte ich eben schon, bevor diesen dreckigen Witz erzähle. Kommt ein Pärchen rein, ne? Er ist ein Mann. Ja, er ist ein Mann. Und sie ist eine Schnitte, ne? Ja. So, und dann sagt der Taxifahrer, hey, pass mal auf, ich bin gerade geil, kannst du übernehmen zu ihm? Damit ich hinten poppen kann. Dann muss sie nicht nach vorne kommen, verstehst du? So, das ist damit gemeint. Das sind auch Situationen, die passieren, glaube ich, sehr oft. Ja, aber es könnte auch sein, dass er völlig falsch liegt in eurer... Meinst du? Ja, weil es ist ja hinten und vorne, könnte sich ja jetzt auch auf was anderes außerhalb dem Taxi beziehen. Es könnte sich ja auch auf... Motorhaube? Nein, jetzt personell gesehen, ja. Achso, die Stellung? Nee, sind die Vordersitze genannt. Ah, okay. Also, ja, dann, das heißt, während des Dienstes auf den Vordersitzen. Ah, okay, dann nehme ich alles zurück, glaube ich, den. Schön, dass du da bist, Daniel. Bist eine Bereicherung, hätte ich fast gesagt, aber es wäre gelogen. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Gute. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.